Weiter geht's mit der Brücke von Khazad-dûm. Oh shit, Mann. Also jetzt wird's hier ganz geschmeidig. Weil die Passage, daran erinnere ich mich noch. Nach all den Jahren erinnere ich mich noch, wie ich an meinem Gamecube saß, dieses Spiel reingesteckt habe. Die zweite CD war es, glaube ich. Oder war das schon die zweite CD? Ich weiß, Gamecube-Version war in zwei CDs unterteilt. Und irgendwann musstest du die zweite reinstecken. Ich glaube, es war noch die erste. Aber ich weiß, was hier in dieser Passage passiert. Und das war nicht angenehm. Da ist bei mir als Kind auch einigermaßen die Sicherung durchgebrannt. Weil es sehr übel war. Hoffentlich kriegen wir es diesmal besser hin. Oh, stopp. Wir brauchen Schutz. So. Okay. Oh mein Gott. Das wird übel. Oh nein. Da ist der Balrog. Da! Die Brücke von Khazad-dûm! Ich bin ein Diener des geheimen Feuers. Gebieter über die Flammen von Arnor. Jawohl! Du kannst nicht vorbei! Das ist im Film ein bisschen geil, aber. Der Zauberer stellt sich dem Balrog. Wir müssen hinunter, bevor der Troll uns einholt. Ey, da fliegt was. Zu spät. Da sind sie schon. Nun denn, Troll. Bringen wir die Sache. Aber. Hä? Das sind zwei Trolle. Kriegstrommeln. Ja, es tut mir leid, ich muss den perfekten Modus einsetzen. Die Frage ist. Na komm doch. Ah, es macht nur 1, 2 und 1, 3 Damage, ne? Na, Pfeilhage ist nicht so krass. Schwertpunkt, Sonnenzelle, wer greift zuerst an? Ja. Ne, ich muss den Schattenhäuptling erledigen. Ich glaube, der boostet den sonst zu sehr. 600 Damage nur. Oh mein Gott. Und gleich kommt noch der Balrog. Also, wie soll ich denn das hier machen? Oh nein. Aua, das tut weh. Axtkunst, Panzerbrecher, auf ihn. Der muss weg, der muss ganz schnell weg. 400 Damage nur. Trommelfeuer, was für Trommelfeuer? AOE-Spell? What the fuck? Wir haben ein gewaltiges Problem. Oh shit, ich muss das auf mich selbst ansetzen, ne? Ja, muss ich schon fast. Und er greift der Idril an, ist sie tot. Ja, und genau deswegen war die Heilung gut. Sie wäre zwar nicht gestorben, aber trotzdem. Panzerbrecher. Das wird den auch nicht töten. 513, weil der nächste Angriff sollte ihn eigentlich töten. Ah, nochmal ein AOE-Spell. Oh mein Gott, ist das übel hier. Idril, boah, du musst so viel einstecken, ey. Aber ich heile sie einfach wieder. Was soll's? Cool life. Sein Schwertkunst, Zorn der Zitadelle und weg mit dem ersten Troll. Troll Nummer 1 eliminiert. Ey, warum Fokus in den ganzen Idril? Chill. Idril, gut, schön. Magische Fähigkeit. Bam. 400, gut. Gute alte. Weiterlebender Schlag, komm. Sein Angriffstempo muss weiter verringert werden. Na, so kriegen wir den easy down. Schwertkunst. So, und jetzt sollte er das ordentlich einstecken. Weg ist er. Was für eine easy Passage. Ich weiß gar nicht, was ihr da habt. Oh, ich meine, direkt danach kommt der Balrog. Das wird auch nicht geil. Dämon der alten Zeit. Perfekt. Da ist er am Kämpfen. 9 von 9 Trolle besiegt. Was ist das hier? Was ist in der Kiste drin? Idril, Elbenhelm. Oh, nächste Quest auch absolviert. Berethor? Uiuiui, chill mal. Statistik. Noch mehr in Geist rein. Die ist gegen Feuer schwach, die muss ich gleich direkt austauschen. Ist Dings besser? Feuer, kräftig. Gut. Das heißt, Idril wird gleich auf der Bank sitzen müssen, weil der Balrog ist halt nun mal ein Feuertyp. Na, ergibt Sinn. Berethor. Schild der Moria-Zwerge. 14 Rüstung. Besser als nichts.
Ah, ist auch ganz hübsch. So, und Idri hat noch was bekommen, richtig? Ja. Ja. Oh, schön. 42. Oh, das ist eine direkte Steigerung. Uiuiui, okay. Schön. So, Moment, stopp. Oh Gott, ich muss Objekte reinballern. Gruppe. Nein, einige GP der Gruppe. Wie sieht's aus mit der GP? Voll. AP sieht auch nicht gut aus. Okay. Gibt's hier noch einen Speicherpunkt vorher? Oh nein. Die Frage ist, sollte ich nochmal zurückrennen? Ja klar, oder? Ja, klar. Man muss mit Köpfchen spielen. Wir rennen nochmal zurück. Ich mach die scheiß Trolle nicht nochmal. Gibt's bei mir nicht. Dürfen wir überhaupt zurückrennen? Ach Gott sei Dank, okay. Ist wichtig zu speichern. Ganz wichtig. Nee, stopp. Kasadun-Treppe war jetzt der neue Spielstand. Das machen wir. Na, speicherst du wohl mal jetzt irgendwo hier. So. Fortsetzen die Reise. Wie sieht's aus mit dem Tagebuch? Aufträge. Ostmoria ist zu 100% beendet. Schön. Sehr gut. Sehr wichtig. Jetzt kommt der Balrog. Diese beide da hinten noch am Kämpfen sind. Ist das geil. Anschneiden. Es wird sehr warm. Okay. Stopp mal kurz. Elegost. Untersuchen. Oh mein Gott. Wasserempfindlich. Wasser und Licht empfindlich. Okay, verstehe. Gandalf, das wird wehtun. 1700. Ach du Scheiß, okay. Schwertkunst, Fluch der Orks und nicht Zitadelle. Wie viel Damage macht das? Ungefähr? Der zweite ging daneben, aber der erste war für 800. Okay, Schattenschutz, verringert den Schaden. Was ist Schattenschaden? Okay. Energiestrahl ist gut. Oder? 5500! Auch nicht schlecht. Maxkunst. Lähmender Schlag. Ich verringere sein Tempo. Immun. Ich verringere nicht sein Tempo. Habe ich vergessen. Okay, stopp. Wir holen Idril rein, weil Wasser ist ja geschwächt gegen. Laut Wasser. 1200 ist nicht schlecht. Sehr schön. Wie viel Leben hat er noch? Oh mein Gott, eine Menge. Entzieht Gegner die Energie. Warte, was? Das will ich mal sehen. Ach so, das entfernt seine AP. Okay, verstehe. Oh, oh, AOE Inferno. Oh Gott. What the fuck? Keine Chance. Ich weiß nicht, wie ich das gewinnen soll. Verringert den Schattenschaden. Schattenschutz. Aber was bringt mir das? Das hätte ich vorher benutzen sollen, oder? Arthur ist auch tot. 100 nur. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich weiß nicht, wie ich das gewinnen soll. Okay, ich brauche Idril, aber die muss durchboosten ein bisschen. Ja, der ist full life gleich. Ai, 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 ai.
Oh mein Gott, okay. GP der Gruppe. Viel GP der Gruppe wäre nicht schlecht, ja. Wie bringt das so? 200 nur, was, das ist Verschwendung. Oh mein Gott, das ist eine Stresssituation hier. Der hat noch fast Full Life. 5600, ja gut, das bringt mir aber auch nicht viel. Wenn der jetzt AOE macht, wäre er tot. Ja, okay. Wer stirbt jetzt wieder? Säulen des Zorns. Ey, der Kampf ist nicht einfach. Berator und Idrea tot. Aha. Funktioniert das dagegen Immun? Ich glaube, das ist dagegen Immun. Verdammt, ich brauche Wiederbelebungsding. Habe ich das nicht? Schau mal. Eieieiei. Ich werde hier alle nur permanent wiederbeleben müssen. Das ist nicht cool. Warum ist das auch... Oh mein Gott, Objekte. Am besten alle AP der Gruppe. Alle GP... Alle GP der Gruppe ist nicht schlecht. Hätte ich das mal vorher eingesetzt. So, Valar-Bolzen. Valar-Bolzen. 6000 Damage. Boah, ist das ein stressiger Kampf, ey. Kein AOE-Angriff, bitte kein, nein, nicht Inferno. Oi, Idrea ist dead. Oh Gottes Willen, ist das übel hier. So, die Runde wieder. Ich komme halt auch nicht zum Angreifen, ne? Also wirklich nicht. Objekte. Einige, viele AP und GP der Gruppe. Ja, wie sieht's mit der AP jetzt aus? Okay, nicht schlecht. Berator wird aber gleich sterben, 100%. Gut, dass ich so viele Ressourcen habe, sonst hätte ich ein Problem. Aber mein perfekter Modus ist gleich aufgeladen, dann knallt sie. Aber das sage ich dir, lieber Balrog, dann knallt sie gewaltig. Objekte, Full Life, ich muss Full Life machen, was? Oh. Viele GP bringt mir nichts, alle GP. Nein, nein, auf mich selbst schon. So. Nur auf Gandalf. Okay, das ist gut. Feuerpeitschen auf Gandalf ist gut. Ich glaube, ich habe jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, dass alle angreifen. Yep. Lähmender Schlag. Angriffstempo wird verringert. Und so kriege ich den Penner. Ach so, da ging es ja immun. Da war ja was. Er braucht alle AP regenerieren. So, jetzt hat er 1000, sehr gut. Bisschen Wasser rein, mal packen auf den. Dann knallt es hier, ja, 1200, ja, ist nicht schlecht. Die Anzeige füllt sich auch weiter bei uns. Und ich befürchte, jetzt wird es gleich gewaltig knallen. Daneben. Warum geht der zweite immer daneben? Nur auf Idrea. Überlebt sie? Sie überlebt. Wundervoll. Wunderbar. Wundervoll. Sehr schön. 5k Damage. Oh, oh. Okay, ich muss aber was benutzen. Ich muss Moment, stopp mal. Schläfert den Gegner ein, wird nicht funktionieren, oder? Funktioniert das? Schläfert ein Gegner ein. Ey, scheiß drauf, funktioniert das? Immun. Ich wusste es doch, dass er immun ist. Jetzt habe ich einen Angriff gewastet. Und der macht jetzt ein AOE. Ja, nee, oh, Gandalf nur.
Das ist sehr gut. So, wir machen einmal Vala-Bolzen einsetzen. Das heißt, er kriegt wieder eine Menge von Damage. 5600, um genau zu sein. 5680. Eigentlich müsste ich Idra jetzt heilen. Mache ich auch. Full Life bitte. Sehr schön. Und dann kannst du noch mal den perfekten Modus einsetzen. Was hilft uns denn? Diese Clown sind tödlich. Schreckliche Biss. Wir versuchen mal Todesclown. Wie viel Damage macht das? Da bin ich gespannt. 7552. Das war nicht schlecht. Oh, seine Energie, sein Leben ist schon im gelben Bereich, ne? Critical, jawohl. Oh nein, AOE-Spell. Inferno, oh, das wird eng. Idrell ist tot, perfekt. Eieieiei. Stopp. Ja, muss ich ja. Oh mein Gott, aber sie kommt gefühlt mit null Leben wieder. Einige AP, viele AP und GP der Gruppe. Ja, komm, nein. Oh, das reicht aber nicht. Oh, Idrial, überlebe es bitte. Komm. Jawohl, gut, schön. So nämlich. Axtkunst, lebender Schlag, bringt zwar nichts, aber. Panzer brauche ich aus. Senkt das die Rüstung, hätte ich es vorher schon machen sollen. Dann. Ja gut, oder es passiert halt gar nichts. Jetzt knallt reinkommt. 6000 Damage. Schön. So, magische Fähigkeit. Und wer braucht denn GP von 13.690? Oh, wenn er jetzt Gandalf angreift, kannst du... Oh, er greift alle an. Oh nein. Oh, Junge, 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 Junge. Ach, der entzieht auch ein AP? Ach, guck mal an. Das ist sehr frech. Wie viel AP kriege ich? 297. Bei wie viel Leben hat er noch? Oh, zu viel. Ich muss die Leute erstmal heilen. Einige GP der Gruppe, ich brauche nämlich alles. Okay, wir gucken mal. Einige. Nicht viel, viel ist halt da. Okay, das ist nicht gut. Ich habe nicht mehr so viele gute Sachen. Das ist gar nicht gut. Ich habe gar nichts mehr zum Schlucken. Okay, dann muss es jetzt an. Wir müssen draufhauen. Ich habe nicht mehr viele Optionen gerade. Es ist ein Problem. Ich habe ja gar nichts mehr zum Schlucken. 4 GP. Okay, Moment mal, stopp. Wie viel ist viel? 200 ist viel? Fokus mal Gandalf. Überlebt er das? Oh, aber gerade so. Oh, Junge, Junge, okay. Schwertkunst haben wir nicht. Perfekt. Das bringt halt nichts. Okay, aber wir können. Ja, jetzt. Gabel, machen wir Gandalf vielleicht.
Aber der hält uns gerade noch ein bisschen im Game. Das macht mir nicht voll leid. Boah, ist das ein enger Fight hier. 5600. Wie viel Leben hat der denn noch? Zu viel. Er hat noch zu viel Leben. Einige AP und gibt. Ja, komm. Ja, immer die AP ist ein bisschen aufgefüllt. Schwertkunst, komm. Oh Gott. Trifft zweimal, bitte zweimal. Okay, gut. 1-6. Die drei Fokus, der überlebt sie. Überlebt sie. Richtig. Und mit 52. Okay. Er ist full life. Ich glaube, ich habe ihn jetzt, oder? Ich habe ihn. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er tot ist. Oder? Habe ich ihn? Wir haben es geschafft. Du kannst nicht vorbei. Jawohl. Was ein unfairer Kampf hier. Der Balrog ist auch besiegt. Oh oh. Und runter geht's für Gandalf. Aber er geht mit Stil. Er nimmt ihn auf jeden Fall mit. Eieieiei, was ein Fight. Oh oh. Geht aber auch ganz schön tief runter, ne? Da kommt ein kleines Lichtlein. Und so endet's mit Gandalf dem Grauen. Weg, der Balrog. Der ist kaputt. Also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das war bisher der übelst krasseste, unfairste Fight, den ich jemals hatte. Heidewitzka.